Dann begrüße ich euch alle bei der Veranstaltung heute unter dem Motto Berliner Mieterin gegen die AfD. Vorweg, wir zeichnen die Veranstaltung hier auf. Nur, dass alle Bescheid wissen. Warum treffen wir uns heute hier? Am 4.9., also nächste Woche Sonntag, und dann zwei Wochen später, am 18.9., sind Landtagswahlen, wieder mal. Am nächsten Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern, am 18. dann in Berlin. Und so wie die Prognosen sind, und davon gehen wir alle fest aus, wird die AfD überall mindestens mit hohen zweistelligen Werten ins Abgeordnetenhaus bzw. in den Landtag einfahren. In Mecklenburg-Vorpommern sicherlich viel stärker als hier. Dort geht man mittlerweile von über 20% aus. Und das ist natürlich ein Grund, um sich durchaus mit dieser rechten Partei auseinanderzusetzen. Vielleicht so ein bisschen zurückblickend. Also über viele Jahre hat sich ja dieses Phänomen in ganz Europa entwickelt. Überall sind quasi neue rechte, große Parteien aus dem Boden geschossen. Die sind sehr stark geworden, sind in die Parlamente eingezogen, machen auch auf europäischer Ebene Politik. Und das hat uns auch immer mehr betroffen. Wir dachten dann die ganze Zeit, sowas passiert uns hier nicht. Da sind wir so ein bisschen immun gegen. Nun, seit 2-3 Jahren haben wir dasselbe Problem auch hier. Und das ist natürlich sehr wichtig, quasi Strategien zu entwickeln oder sich auch selber damit auseinanderzusetzen, wie kann man diesem Projekt begegnen, weil das betrifft uns auf jeden Fall in Zukunft noch viel stärker, als es jetzt so ist. In den vergangenen 2 Jahren wurde dazu viel diskutiert. Es gibt unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Für uns ist quasi klar, ein zentraler Anknüpfungspunkt ist die soziale Frage oder sind soziale Fragen. Und aus diesem Grund haben wir uns heute zwei Menschen von der Berliner Mietergemeinschaft eingeladen, die sich quasi mit einer sehr zentralen sozialen Frage auseinandersetzen, und das ist der Wohnungsfrage. Und gerade in Berlin, wo ja um die 85% quasi der Menschen, die hier leben, Mieterinnen sind, ist es natürlich ein sehr umfassendes Problem. Und wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, wie können wir auf dieser Ebene quasi der AfD begegnen? Was sagt die AfD zu Mietrechtsfragen oder überhaupt zu anderen sozialen Fragen? Und übergebe jetzt aber auch direkt das Wort. Ja. Vielen Dank. Könnt ihr alle das sehen, was wir an die Wand gebeamt haben? Oder wenn nicht, ne? Wahrscheinlich müssen wir noch weiter aufmachen. Wenn man sich auseinandersetzt mit so einer Frage wie Rechtspopulismus oder AfD im Zusammenhang mit der Unterbringungskrise von Flüchtlingen oder überhaupt Wohnungsmarktgeschichten und so weiter, finde ich es furchtbar wichtig, dass man Ausgang eben nicht nimmt bei der Ideologie des Rechtspopulismus, sondern bei den wirklichen realen Verhältnissen. Daher zum Anfang so ganz ein paar Zahlen oder Entwicklungen und Tendenzen zur Entwicklung des Berliner Wohnungsmarktes. Das sind eigentlich nur 2, also 2x2, also 4 solche Schaubilder, aus denen schon einiges ersichtlich wird. Das erste, was wir hier haben, sind also 2 verschiedene Linien oder Kurven. Das eine sind die Einwohnerzahlen, also die Bevölkerungsentwicklung von jeweils, ich hoffe, man kann das irgendwie lesen halbwegs, von 95 bis 2015, also die letzten 20 Jahre, links, das sind Millionen, also 3, irgendwas Millionen. Das andere, der Neubau von Wohnungen, auch gleicher Zeitraum, das sind Tausende bzw. Zehntausender Zahlen. So. Was man hier unten sieht, da haben wir nochmal unterschieden. Also es sind neue Wohnungen in neuen Wohngebäuden mit, und da haben wir unterschieden jeweils 1 und 2 Wohneinheiten und 3 oder mehr Wohneinheiten. Ganz einfach der Grund, 1 und 2 Wohneinheiten, das sind diese klassischen Einfamilien-, Zweifamilienhäuser, Doppelhaushälften und so weiter und so fort. Wenn die gebaut werden, die werden überwiegend oder so gut wie nur im Eigentum gebaut. Also das sind diese typischen Häuslebauer. Das ist schon das Erste, was man erkennt, das ist diese, in Wirklichkeit ist die grün, die Linie, die hier unten lang geht, die bewegt sich so stabil irgendwas in niedrigen
niedrigen Tausenderbereich. Da hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Das andere, das sind neue Wohnungen in Gebäuden mit drei oder mehr Wohneinheiten, also da, wo man tendenziell auch eher Mietwohnungen verorten würde, also mehrgeschossiger Wohnungsbau. Da sieht man eine deutliche Bewegung. Also es ging einmal hoch und dann ging es wieder runter und seitdem nicht mehr wirklich hoch. So, die Bevölkerungsentwicklung verhält sich an der Stelle ein bisschen anders und da erkennt man eigentlich schon, wo das Problem liegt, nämlich, dass es so wenig Wohnungen in Berlin gibt. So, um das ganz kurz noch ein bisschen historisch einzuordnen, was davor und da, beziehungsweise davor lag erstmal. 89, Wende, Wiedervereinigung, wie auch immer man das nennt. Leichter Zuzug, also diese Kurve da links, die kommt von so leicht oben, das hat ganz Anfang der 90er leicht zugenommen, die Bevölkerungsentwicklung in Berlin. Man dachte, das wird jetzt die Hauptstadt von ganz Europa. Ist natürlich nicht passiert, das Gegenteil ist passiert. Es hat dann diese Abwanderung stattgefunden ab Mitte der 90er Jahre. Zum einen in den Speckgürtel raus, der erstmals halt zugänglich war. Und zum anderen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, sowohl im Osten als auch im Westen, wo dann halt entweder Wirtschaft völlig zusammengebrochen ist oder die Subventionen aus dem Westen wegblieben. So. Man hat Anfang der 90er angefangen, relativ viel zu bauen in Berlin. Also sowohl was halt so Verwaltung, Bürosachen und so weiter anfingen, das war alles in den 90ern. Aber hier geht es um Wohnungen, auch da hat ein enormer Wohnungsbau stattgefunden. So, das ist diese Spitze da, 97, das sind irgendwie sowas wie 27.000 Wohneinheiten, die in einem Jahr fertiggestellt worden sind. Das ging dann deutlich zurück und ist seitdem halt ja, nicht mehr wirklich in Schwung gekommen, während die Bevölkerung halt ab Ende des letzten Jahrzehnts, also so ab etwa 2010, 11 rum, deutlich wieder nach oben ging. So. Da noch kurz zu den Hintergründen, also was ist da quasi passiert. Zum einen hat man gemerkt, der Wohnungsmarkt ist quasi bedient mit Wohnraum. Findet Bevölkerungsabwanderung statt, während gleichzeitig noch die letzten Wohnungen fertig gebaut werden. Und man hat so eine historische Ausnahmesituation, also einen Angebotsüberhang an Wohnraum. Für die, die schon länger hier wohnen, kennen das vielleicht noch, wenn man so vor 10, 15 Jahren eine Wohnung gemietet hat, hat man, wenn man Glück hatte, weniger Miete gezahlt, als man vorher gezahlt hat. So, also wirklich eine historische Ausnahmesituation aufgrund dieser Entwicklung Berlins. So, dass Wohnungsbau zurückging, hat aber auch noch einen anderen Grund. Was da stattgefunden hat, Anfang der 2000er bis 2003, der Ausstieg aus der Förderung des Wohnungsbaus, also das, was man sozialen Wohnungsbau nannte, diese 27.097, das war quasi großteils alles geförderte Wohnungen, die auch gebaut wurden, da im Mehrgeschossbau. Da hat man sich von verabschiedet, 2003 die letzten geförderten Wohnungen fertiggestellt wurden. Da lag halt schon quasi die Fertigstellung von mehrgeschossigen Wohnungen unter dem, was halt quasi so Einfamilienhäuser sind. Muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich ganz krasse Entwicklung. 2006 dann Föderalismusreform, wo quasi die Zuständigkeit für den sozialen Wohnungsbau von dem Bund auf die Länder übertragen wurde. Die Länder kriegen seitdem auch ein bisschen Geld vom Bund, das geben sie aber nicht für den Wohnungsbau aus und so weiter. Gleichzeitig hat man Wohnungen abgerissen, weil man meinte, sie sind nicht mehr notwendig. Die, die von euch vielleicht aus dem Osten kommen, die Großbausiedlungen und sowas kennen, also da hat man ganze Plattenbauten abgerissen bzw. abgetragen, die Geschosse reduziert und so weiter. Was noch stattgefunden hat, ist vor allem unter Rot-Rot dann Verkauf von öffentlichen, also landeseigenen Wohnungsbeständen in einer relativ hohen Zahl, also was im 100.000er-Bereich. Und das führt halt dazu, dass du quasi überhaupt keinen Wohnungsbau mehr in Berlin hattest, der jetzt aber ja auch nicht mehr an Fahrt aufnimmt in den letzten Jahren so. Und es sind jetzt nicht nur Einwohnerzahlen und Neubau von Wohnungen, was man hier sieht. Und was man hier sieht, ist auch was, wenn man wohnungspolitisch gesprochen ist, so ausdrückt, das ist quasi die Entwicklung des Angebotes und der Nachfrage nach Wohnraum, wie die sich in den letzten 20 Jahren dargestellt hat. So, und wenn man sich diese Kurve oben anguckt, Bevölkerungsabwanderung, Tiefstand 2003, seitdem geht es hoch und seit 2010, 11 dann deutlich nach oben. Da kommen wir jetzt zu dem zweiten Ding. Genau. Erstes Schaubild oben zeigt Bevölkerungswachstum und mit Wachstum ist da wirklich quasi Netto-Bevölkerungswachstum gemeint. Also nicht die, die hierher gezogen sind, sondern die, die quasi hierher gezogen sind, die, die geboren wurden, minus die, die weggezogen sind und die, die gestorben sind. Also wirklich Netto-Bevölkerungszunahme. Daraus ergibt sich dann rein rechnerisch ein quasi Wohnungsbedarf,
Ja, wenn man davon ausgeht, so und so viele Leute ziehen nach Berlin, wir haben eine durchschnittliche Haushaltsgröße von 1,8 Personen im Moment, dann kommt man rein rechnerisch auf einen Neubaubedarf, wo wir aber hier den Ersatzneubau, also quasi Wohnungsneubau, der notwendig ist, um Abgänge vom Markt, wenn Häuser abgerissen werden, wenn sie umgewidmet werden, anders genutzt werden und so weiter, eigentlich auch noch dazukommen würde. Dass 2011, 12, 13, 14 so eine hohes Bevölkerungswachstum hier zu verzeichnen ist, also aufgrund von Zuwanderung, ist auch erstmal erklärungsbedürftig. Also es waren teilweise bis zu knapp 50.000 Menschen, die pro Jahr, also um die Berlin pro Jahr gewachsen ist. So Dimensionen, weiß nicht, wo ihr herkommt, aus welchen Städten und so, aber 50.000, da gibt es Leute, die kommen aus Städten, die sind kleiner als das, was Berlin pro Jahr in den letzten Jahren gewachsen ist. Wir haben mal diese Zahlen analysiert, wo die Leute herkommen. Es ist vor allem eine Zunahme signifikant bei Leuten aus diesen sogenannten südeuropäischen Krisenländern, also Spanien, Italien, Portugal und so weiter. Zweitens, und das ist die allergrößte Gruppe, aus den sogenannten EU-8-Ländern, also südosteuropäische Länder, die seit 2011 Arbeitnehmerfreizügigkeit haben. So, und es ist insofern interessant, als dass dieser Zuzug eben nicht irgendwie die reichen Schwabenstudenten oder sowas sind in der Masse, die gibt es sicherlich auch, sondern es sind in erster Linie Leute, die aus beruflichen Gründen nach Berlin kommen, weil es da, wo sie herkommen, quasi von der Perspektive her noch schlechter ist, als das in Berlin ist. Und wirtschaftlich ist es in Berlin jetzt auch nicht ganz so rosig. Also wenn man quasi irgendwie einen Arbeitsplatz sucht, dann ist das hier nicht die erste Wahl. Trotzdem kommen Leute hierher und das heißt, da, wo sie herkommen, ist wahrscheinlich noch weniger rosig. Und die Flüchtlinge, die, achso, und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die da auffällt, ist eine Zunahme von Leuten aus Regionen des, wie man es nennt, Nahen Osten oder sowas, also vor allem aus den Ländern, die jetzt im Jahr 2015 als Flüchtlinge nochmal in einer stark zugenommenen Zahl hierher kommen. Diese Flüchtlinge, also wenn man jetzt von diesem Flüchtlingszuzug redet, da bezieht man sich ja eigentlich immer auf das Jahr 2015, wo das so erhöht war und wo das so durch die Medien ging, die sind ja noch nicht mit eingerechnet. Also muss man sich auch überlegen, 2015 kamen knapp nochmal genauso viele Flüchtlinge aus Syrien, Irak vor allem, wie diese Zuwanderung dort 2014 war. Also nochmal obendrauf. Irgendwas, die Zahlen sind unsicher, irgendwas zwischen knapp über 30 bis knapp 50.000 Leute sind das so, die da genannt werden. Und das ist hochrelevant, wenn man sich anguckt, ein ganz wichtiger Zusammenhang, wo die herkommen, was das für Leute sind, weil immer klar ist, dass das halt Haushalte sind, die alles andere als zahlungskräftig sind. So. Beziehungsweise nochmal einen zurück, der Grund, und auch das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, sind eigentlich drei Gründe, warum in Berlin diese Zuwanderung stattfindet und warum es entsprechend eng auf dem Wohnungsmarkt wird. Erster Grund, halt Austeritätspolitik, die von Schäuble und Co. anderen Ländern aufgezwungen wird, wo die Bevölkerung drunter leidet. Zweitens dieser Konstruktionsfehler der EU, also gemeinsamer Wirtschaftsraum mit Arbeitnehmerfreizügigkeit und so weiter, ohne eine gemeinsame Lohn- und Sozialpolitik. Und stattdessen setzt man auf Konkurrenz, auf Dumping und so weiter. Und drittens, ja, quasi imperialistischer Krieg, also dass es Weltregionen gibt, wo quasi jeder irgendwie mitmischen darf, der irgendwie über Geld und Waffen verfügt. Das sind die Gründe, warum in Berlin diese Zuwanderung stattfindet und warum es auf dem Wohnungsmarkt so eng wird. Wir hatten hier gesehen bei dem letzten, der Neubau von Wohnungen, wie gesagt, ist ganz niedrig gewesen. Das sind wirklich dreistellige Zahlen. Also da wurden in einem Jahr, ich glaube das niedrigste war mal 2006 oder sowas, da wurden 400 irgendwas Wohneinheiten im mehrgeschossigen Wohnungsbau fertiggestellt, wo man tendenziell davon ausgehen kann, dass da, wenn überhaupt, dann da Mietwohnungen dabei sind. Hat leicht an Fahrt aufgenommen seit 2013, 15. Das sind aber immer noch, ich glaube, jetzt ist es gerade knapp bei einem fünfstelligen, bei so einer fünfstelligen Summe, die da halt irgendwie 2015 fertiggestellt wurde. Hier hätten wir es nochmal abgebildet. Nicht in fertiggestellten Wohnungen, sondern oben, diese untere durchgezogene Linie, das sind die Baugenehmigungen. Komplett, also mit Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern, als auch mehrgeschossiger Wohnungsbau.
die liegen deutlich unter dem, was ein rechnerischer Wohnungsbedarf ist. Ja, also wirklich deutlich, wenn man sich das hier anguckt. Also es war eh immer schon darunter in den letzten Jahren. Da konnte man sagen, da hat Berlin quasi diesen Zuzug noch verarbeiten können, weil es Angebotsüberhänge aus den 1990er Jahren noch gab, die quasi so langsam aufgebraucht wurden. Die sind spätestens seit hier, wo es wieder so nochmal hochgeht, wirklich weg. Also auch da, die Leute, die schon länger hier wohnen, kennt das, Wohnen in Berlin war immer, oder in dem Horizont, was so in so Altersgruppen halt vorhanden ist, immer relativ billig. So. Wenn man vor 10, vor 15, vor knapp 20 Jahren eine Wohnung gemietet hat, wie gesagt, es war relativ billig im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten. Und wenn man Glück hatte, hat man nach dem Umzug weniger gezahlt als vorher. So. Und dieses Verhältnis, also von Angebotsüberhang zu einem Nachfrageüberhang, das hat sich so etwa ab 2007, 8, 9 geändert. So, seitdem gibt es mehr Nachfrage nach Wohnungen, aber weniger Angebot. Dieses Angebot, das steigt halt nicht. Hier nochmal zusammengefasst, alleine von 11 bis 14, also diese großen Balken, Wachstum der Haushalte, weit über 80, knapp 90.000 Haushalte, um die Berlin gewachsen ist. Und Fertigstellung von Wohnungen, die sich irgendwo bei ein bisschen mehr als 20.000 bewegen. Das sind irgendwie, ich glaube, 23% der Haushalte hat quasi für ein Viertel, noch nicht mal ein Viertel der Haushalte, wurden neue Wohnungen gebaut. So. Und der Grund ist halt einfach der, dass, wie er schon sagte, diese Haushalte, um die diese Stadt wächst, eben nicht besonders zahlungskräftig sind. Und das ist auch ganz wichtig, dieser Zusammenhang. Man hat, wie gesagt, den Wohnungsbau, wie überhaupt die Wohnungspolitik, aus der Hand gegeben von Senatsseite, hat sie dem privaten Markt überlassen. Private Markt, der reagiert aber nicht auf objektiven Bedarf, sondern der reagiert nur auf Nachfrage im Sinne von einer zahlungskräftigen Nachfrage. Und wenn das Arbeitnehmerhaushalte aus Osteuropa sind oder junge Akademiker aus, weiß ich nicht, Spanien oder Flüchtlinge aus Syrien, ist klar, dass die nicht zahlungskräftig sind. Also sprich, der private Markt, der baut da einfach keine Wohnung für die. Das hat auch einen Grund, also will ich jetzt nur kurz ausführen, Wohnung ist ja ziemlich teuer, aber man kann nicht drauf verzichten. Also wenn man jetzt, kann man auch sagen, irgendwie, weiß nicht, teure Autos, Sportwagen oder eine Segeljacht oder sowas, Haushalte, die sich die nicht leisten können, die verzichten halt darauf. Ist kein Problem erstmal, kann man ungerecht finden, aber kann man darauf verzichten. Bei Wohnungen ist das nicht so. Also auch die, die sich eine Wohnung quasi marktwirtschaftlich nicht leisten können, müssen irgendwo wohnen. So. Das heißt, ein ausgeglichenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist bei der gegebenen Einkommens- und Vermögensverteilung so, dass es nur zu haben ist über massive staatliche Interventionen. Und genau die wurden quasi aus der Hand gegeben. Von denen hat man sich verabschiedet und der Markt, der macht es nicht. Das ist die Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt, als im Jahr 2015 Flüchtlinge in höherer Zahl nach Berlin kamen. Und das ist eine Entwicklung, die hat mit Flüchtlingen, also mit dem, was im Jahr 2015 passiert ist, überhaupt nichts zu tun. Und das finde ich immer als ganz wichtig, dass man das quasi betont, dass diese Entwicklung, diese Krise auf dem Berliner Wohnungsmarkt und diese Enge auf dem Berliner Wohnungsmarkt und dieser Wohnungsmangel absolut nichts mit diesen Flüchtlingen zu tun hat, die da 2015 kamen. Aber sie kamen halt trotzdem und der Staat, der, oder in dem Fall der Senat, war in der Pflicht, die irgendwie unterzubringen, weil sie ja quasi unter seiner Obhut stehen. Und hat aber keine politischen Instrumente mehr, wirklich auf die er zurückgreifen kann, weil man die halt aus der Hand gegeben hat. Das heißt, man reagiert damit darauf mit irgendwelchen Maßnahmen, die man so von heute auf morgen sich ausdenken muss. Und das war im Wesentlichen ein Ausbau der Notunterbringung, also Turnhallen, Zelte und so weiter, als auch für eine etwas längere Frist, also jetzt für einen Zeitraum von mehreren Jahren und dann durchaus auch mitunter gedacht für Flüchtlinge, die sich nicht im Asylverfahren befinden, sondern die als Geduldete oder Anerkannte hier länger bleiben, so eine Art Billigwohnungsbau, firmiert unter so Namen wie Tempo-Houses, das sind so etwas bessere Container, oder unter diesem Namen MUF, modulare Unterkunft für Flüchtlinge.
Das sind ja Funktionsbauten, die eigentlich keine normalen Wohnhäuser sind. Recht lieblos gebastelt. Kennt ihr, habt ihr drüber gelesen sicherlich über diese. Was, da brauche ich nicht erklären, was das ist. Okay. Die unter anderem zum Beispiel gebaut werden, diese MUFs, von landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Also die werden mit öffentlichem Geld gebaut, sowohl diese besseren Container als auch diese Modulunterkünfte, mit öffentlichen Mitteln, teilweise sogar ausgeführt von landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. So, und das ist ein riesiges Problem, weil diese typische rechtspopulistische Argumentation, für die Asylanten machen sie alles, für uns machen sie nichts, die stimmt an dieser Stelle. Ja, also wenn landeseigene Wohnungsbaugesellschaften mehr Modulunterkünfte und mehr Containerdörfer quasi für mehr Personen bauen, also für Flüchtlinge, als sie normalen Wohnungsbau für breite Schichten betreiben, dann stimmt dieses Argument an dieser Stelle. Ja. Und das ist halt quasi der Grund, warum, finde ich, so eine Auseinandersetzung mit realen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt ganz wichtig ist für eine Auseinandersetzung mit sowas wie dem Rechtspopulismus und der AfD. Genau, soweit. Also zeigt sich halt quasi, was die materielle Grundlage dieser Ideologie ist und dass es eigentlich halt ein wohnungspolitisches Problem ist, dieser Wohnungsmangel, der nur zu lösen ist durch eine andere entsprechende Wohnungspolitik. Das ist eine wohnungspolitische Herausforderung und genau daran müsste man dann eigentlich auch erstmal als nächstes solche Kräfte wie die AfD messen, was sie wohnungspolitisch zu bieten haben oder auch nicht zu bieten haben. Ich würde kurz noch Werbung machen für die Weddinger Bezirksgruppe der Mietergemeinschaft. Ich bin organisiert in der Mietergemeinschaft und die Mietergemeinschaft hat in unterschiedlichen Bezirken Bezirksgruppen, zum Beispiel in Köln, in Kreuzberg, in Friedrichshain, in Lichtenberg und auch in Wedding. Und genau, wir sind halt eine Basisorganisation, versuchen eben hier im Kiez Mieterinnen zu organisieren, Mieterinnen über Veränderungen im Kiez zu informieren. Und genau, ja, und ich habe mich halt im Rahmen meines Aktivismus mit der AfD und mit den wohnungspolitischen Vorstellungen der AfD beschäftigt. Das ist eigentlich bisher ein Thema gewesen, was in den Medien oder auch in antifaschistischen Kreisen tatsächlich nicht so viel diskutiert wurde. Und ich glaube aber, dass die Beschäftigung mit der Wohnungspolitik der AfD Chancen bietet, weil man sie inhaltlich halt sehr gut stellen kann auf dem Gebiet, weil sich eben zeigt, die AfD ist nicht die Partei der kleinen Leute, was sie ja mal vorgibt zu sein, sondern sie ist eben die Partei der Reichen, die Partei des Immobilienkapitals. Und das zeigt sich auch ganz deutlich in dem Wahlprogramm. Genau, ja, ich würde meinen Vortrag so ein bisschen strukturieren. Also am Anfang würde ich kurz das Wahlprogramm ein bisschen näher auf das Wahlprogramm eingehen. Dann ein bisschen über das Wahlprogramm hinaus, was sagt die AfD dann sonst noch so zu städtischen, zu ihren Vorstellungen, wie die Stadt zu sein hat, sein soll. Und am Ende möchte ich noch kurz auf so personelle Verstrickungen der AfD und führende AfD-Politiker in Berlin mit der Immobilienwirtschaft. Darauf möchte ich noch kurz eingehen. Genau. Also erstmal kurz zu Berlin. Berlin gilt ja in rechtspopulistischen Kreisen eigentlich immer als verlorener Posten, als Hochburg von Multikulti, oder Lutz Bachmann sprach mal von einem roten Berlin, in dem alles verloren sei und man müsste sich auf Sachsen konzentrieren, denn in Berlin seien die Linken eben die Führungskräfte. Genau, Berlin gilt als Hort des Exzess, der Sünde, als Hochburg der LGBT-Bewegung. Genau, und eben auch als Beispiel für staatlichen Kontrollverlust und polizeiliche Schwäche. Genau, schauen wir uns das Wahlprogramm an der AfD. So wird ganz deutlich, dass sie eben sehr stark neoliberal ausgerichtet sind und auf die Förderung von privaten Immobilienkapital setzen. Genau, sie leiten ihr Wahlprogramm ein mit im Wohnungsbau, wo Berlin durch den Staatenzuzug vor großen Herausforderungen steht, wollen wir mit unkonventionellen Maßnahmen erreichen, dass mehr Wohnungen gebaut werden können. Also was Philipp schon meinte, auch die AfD hat erkannt, in Berlin gibt es eine Wohnraumkrise und es muss neu gebaut werden. Nur die Mittel, die sie dafür anbieten, werden nicht, was Philipp gerade meinte, den Bestand an
Wohnungen bieten, die, die bezahlbar sind, sondern sie werden in erster Linie das Immobilienkapital fördern. Zum einen lässt sich das daran erkennen, dass sie zum Beispiel gegen die Mietpreisbremse sind. Die Mietpreisbremse beschreiben sie als planwirtschaftlichen Eingriff in die Freiheit des Immobilienkapitals. Und sie sagen eben, dass die Mietpreisbremse private Investitionen in den Wohnungsbau behindern würde. Genau, und ich meine, mit der Mietpreisbremse kann man ganz deutlich sehen, sie ist bisher wirkungslos. Der Mieterverein hat letztens eine Studie herausgebracht, der zeigt, dass die Mietpreisbremse bisher nicht funktioniert. Aber sie abzuschaffen als planwirtschaftlichen Eingriff zu betrachten, ist, glaube ich, genauso falsch. Genau, und dann konzentrieren sie sich auch auf die städtische Wohnungspolitik und nehmen da auch die landeseigenen Flächen, also die Wohnflächen, die Bauflächen in den Fokus. Und sie möchten eben, dass mehr Eigentum gefördert wird, also dass Leute selber Eigenheime bauen und nicht mehr, nicht mehr Mieter sind, sondern eben Eigentümer ihrer Wohnung. Und das zielt eben nicht auf die breiten Schichten, die sich gar keine Eigenheim leisten können, sondern eben auf die Mittelklasse und auf obere Klassen. Und die landeseigenen Flächen wollen sie eben an private Investoren abstoßen und dazu auch die Landesbauordnung verändern und eben Eigenheim fördern durch steuerliche Maßnahmen. Zum Beispiel wollen sie die Grunderwerbssteuer senken. Die Grunderwerbssteuer in Berlin ist bei 6%. Und die AfD schlägt vor, die auf 3,5% zu senken. Und das hätte eben zur Folge, also die Grunderwerbssteuer wird, kommt zum Tragen, wenn eben Land verkauft wird, also Bauland. Und eine Senkung dieser Grunderwerbssteuer hätte eben zur Folge, dass noch mehr Spekulation mit Land betrieben werden könnte. Also wenn man wirklich tatsächlich gegen die Spekulation mit Wohnraum oder auch mit Bauflächen vorgehen will, dann müsste man eigentlich die Grunderwerbsteuer erhöhen, damit es eben schwieriger wird für Investoren, Länder zu kaufen, damit es teurer wird. Die AfD setzt hingegen auf eine Senkung der Grunderwerbsteuer. Genau. Zudem setzt die AfD stark auf die Förderung von Genossenschaften, was eigentlich sehr interessant ist, weil die Genossenschaften ja in ihrer Tradition eigentlich aus der Arbeiterinnenbewegung entstammen und eben ja eigentlich so ein linkes Image haben. Ich glaube aber, dass die Förderung der Genossenschaften im Rahmen der AfD, des AfD-Programms, eben genau mit neoliberalen Ideen von Eigeninitiative und von Eigeninitiative und Selbsthilfe zusammenhängt. Das heißt, nicht mehr der keynesianische Sozialstaat soll eben Wohnungen bauen und für diejenigen Wohnungen bereitstellen, die sich eben auf dem privaten Markt keine Wohnung mehr leisten können, sondern in Genossenschaften sollen sich die Leute selbst organisieren und eben selber Wohnungen bauen, selber Wohnungen mieten. Und auch da kann man eigentlich sagen, Genossenschaften setzen sich halt schon eher in der Tendenz aus Mittelschichten zusammen und weniger aus den sozial marginalisierteren Schichten. Und auch da sieht man eben den Fokus der AfD auf eher die Mittelschichten, auf höhere Schichten und weniger auf die breite Masse. Zudem sind viele Genossenschaften eher deutsch, biodeutsch geprägt und haben halt einen geringeren Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Einen ganz interessanten Aspekt fand ich, dass sie auch auf Architektur, also neben wohnungspolitischen Maßnahmen, entwickeln sie auch ein architektonisches Verständnis in ihrem Wahlprogramm und freuen sich sehr darüber, dass das Stadtschloss wieder aufgebaut wird und fördern damit im Endeffekt eigentlich ein nationales Stadtnarrativ. Und sie schlagen zum Beispiel auch vor, die historische Mitte wieder aufzubauen und kontrastieren das eben mit der Architektur der DDR. Also beispielsweise problematisieren sie das Marx-Engels-Forum und möchten eben Berlin aus der Kaiserzeit auch wieder im städtischen Bild präsent machen. Genau. Zudem ist die AfD auch gegen das Zweckentfremdungsverbot. Also das Zweckentfremdungsverbot greift ja bei den Ferienwohnungen, was jetzt ja vor ein paar Monaten in der Debatte war. Und hier stellen sie sich halt ganz klar vor die Eigentümer und sagen, das Zweckentfremdungsverbot greift in die Rechte von Eigentümern ein. Und ist zu unterlassen, ist abzuschaffen. Das heißt, Ferienwohnungen könnten wieder frei dem Markt zur Verfügung stehen. Jeder könnte diese ganze Ferienwohnungsindustrie, ist es ja schon fast, würde wieder aufleben.
Und die Wohnungen, die jetzt durch das Zweckentfremdungsverbot dem Markt wieder zugeführt werden könnten, das heißt mehr Wohnraum, der würde dadurch wieder wegfallen. Über diese wohnungspolitischen, architektonischen Vorstellungen zeigt sich im Programm aber auch und auch durch ihre Äußerungen auf Twitter oder durch Pressemitteilungen, dass sie eben eine Vorstellung einer Stadt haben, die frei sein soll von sozial marginalisierten Gruppen, und sie verbinden das eben auch mit Rassismus. Beispielsweise ein Punkt, den ich sehr schockierend finde, ist, oder was heißt schockierend? Ich meine, das ist eine rechtspopulistische Partei, das heißt schockierend sollte man vielleicht nicht sein, aber den ich zumindest sehr interessant fand, ist, dass sie Unterkünfte für Geflüchtete in Wohngebieten aus Sicherheitsgründen sofort schließen lassen wollen. Das steht so im Wahlprogramm. Was das für die Menschen bedeuten würde, sollte jedem klar sein. Die Exklusion in irgendwelchen Randbezirken wäre dadurch gegeben. Sicherheitsgründe, dass niemand Asylbewerberheime abfackeln kann, das sind Sicherheitsgründe? Nee, die Sicherheitsgründe der AfD sind, dass also sie verbinden eben Geflüchtete mit, als sie stellen sie als Sicherheitsproblem dar, und deswegen dürfen eben keine und sollen keine Unterkünfte in Wohngebiete gebaut werden. Genau. Ansonsten zeichnet die AfD eigentlich auch durch eine klassische Law-and-Order-Politik aus, was man ja beispielsweise auch schon bei der Schill-Partei in Hamburg gesehen hat vor mehr als 10 Jahren. Also beispielsweise diese Diskussionen in Kotti oder den Görli oder das RAW-Gelände in der letzten Zeit. Da sprechen sie dann davon, dass Berlin Kairo gleichen würde oder die Berlin längst ein Failed State sei. Und hier setzen sie eben auf den Ausbau der Polizei. Sie wollen aber darüber hinaus eben auch den öffentlichen Raum von Armut freihalten. Und beispielsweise wollen sie eben auch bei geringen Ordnungsverstößen, beispielsweise Betteln in der Bahn oder Musik machen in der Bahn, sollen direkt harte Strafen verhängt werden. Und also man sieht eben, die AfD ist längst nicht die Partei, die sich für das Allgemeinwohl einsetzt, sondern hat eben eine konkrete Vorstellung einer Stadt, die nicht für alle offen ist, sondern nur für bestimmte Leute. Ansonsten, also ich versuche es ein bisschen abzukürzen, weil wir jetzt auch schon relativ weit in der Zeit fortgeschritten sind, gibt es auch noch ganz interessante Verbindungen von führenden AfD-Kadern in die Immobilienbranche. Zum Beispiel auf Platz 5 der Landesliste tritt Frank-Christian Hansel an aus Tempelhof Schöneberg. Er ist auch im Bezirksvorstand in Tempelhof Schöneberg und im Landesvorstand. Und in seiner Geschichte war er nach der Wende für die Treuhandgesellschaft, hat er für die Treuhandgesellschaft gearbeitet, also die Institution, die das ehemalige sozialistische Staatseigentum eben verscherbelt hat oder die Betriebe zerschlagen hat. Das heißt, er hat eigentlich schon eine Tradition in Privatisierung und Zerschlagung von ehemaligem Staatseigentum. Zudem hat er von 2002 bis 2012 für einen großen spanischen Immobilienkonzern gearbeitet, der auch börsennotiert ist und der in erster Linie Luxusbauten macht. Auf Platz 6, direkt hinter ihm, findet sich Christine Brinker aus Steglitz-Zehlendorf. Auch sie arbeitet in der Immobilienbranche, im Immobilienmanagement und in der Projektentwicklung und war vorher bei einem Bund der Steuerzahler beschäftigt. Genau. Und beide gehören eher dem konservativ-liberalen Spektrum der AfD an und weniger dem rechtskonservativen oder rechtsnationalen Gruppen in der Partei. Auch in den BVVen findet sich eine enge Verzahnung der Immobilienbranche mit führenden Kadern. In Friedrichshain-Kreuzberg haben wir Frank Schermesser. Er ist der Bezirksvorsitzende der AfD in Friedrichshain-Kreuzberg und natürlich auch Kandidat für die BVV. Und er arbeitet ebenfalls im Immobilienmanagement. Zudem haben wir Philipp Pochstein, kandidiert für die BVV in Spandau, auch auf den vorderen Plätzen und arbeitet ebenfalls im Immobilienmanagement. Und auch in Marzahn haben wir den Vorsitzenden Jörn Geisler, und er arbeitet ebenfalls als Bauleiter für Markantbau und hat in diversen Projekten in letzter Zeit mitgearbeitet. Das heißt, es gibt schon auch eine personelle Verbindung zwischen der AfD
und dem privaten Immobilienkapital. Und genau, also es zeigt sich eben, die AfD ist nicht die Partei der Masse, sondern eben eigentlich in ihrer Wohnungspolitik vor allem die Partei des Immobilienkapitals. Und sie versucht eben, Geflüchtete und andere sozial marginalisierte Gruppen gegeneinander auszuspielen. Bei Unterkünften spricht sie immer von der Kostenfrage, die ja da eine große Rolle spielen würde. Und die Flüchtlinge seien im ersten Linie ein Kostenfaktor, den es zu beseitigen gelte. Genau. Laut Frank Metzger vom APABITS ist das Wahlprogramm der Berliner AfD aber im Gegensatz zu anderen Wahlprogrammen in anderen Bundesländern eher nationalkonservativ und beinhaltet trotzdem repressive Vorstellungen zur Asyl- und Ausländerpolitik, grenzt sich aber schon auch ab von Wahlprogrammen beispielsweise in Sachsen mit Björn Höcke oder Sachsen-Anhalt mit Poggenburg oder jetzt auch aktuell dem Wahlprogramm in Mecklenburg-Vorpommern. Genau, also ich glaube eben, dass wenn man sich zwei Vorstellungen kontrastieren möchte, dann haben wir auf der einen Seite eine emanzipatorische Vorstellung einer Stadt für alle und auf der anderen Seite die Vorstellung der AfD einer kontrollierten Stadt für Reiche, für Biodeutsche und für Sicherheitsfanatiker mit mehr Polizei, mit in erster Linie der Förderung von privatem Immobilienkapital und mit eben der Verdrängung von Armut aus dem öffentlichen Raum. Okay. Soweit erstmal von mir. Ich kann auch gerne noch ein bisschen mehr erzählen. Ich dachte nur, wir öffnen vielleicht die Runde. Oder ihr jetzt ein bisschen was. Vielen Dank erstmal an die beiden Vortragenden. Ich glaube, ich würde direkt die Runde öffnen quasi mit Fragen. Als Vorschlag vielleicht direkt, was es denn zum Beispiel jetzt in diesem Wohnungsumfeld für Möglichkeiten gibt, aktiv zu werden. Vielleicht ist das eine Diskussionsfrage. Also aktiv zu werden gegen solche rechten Vorstellungen, rechtspopulistischen Vorstellungen gegen die AfD. Aber vorweg würde ich gerne noch auf zwei, drei Sachen hinweisen. Einmal, wir beschäftigen uns quasi nicht erst seit zwei, drei Wochen irgendwie mit diesem Thema, sondern quasi schon seit einem Jahr ungefähr, haben auch schon andere Veranstaltungen zu dem Thema gemacht, zum Beispiel zur Arbeits- und Sozialpolitik der AfD im Frühjahr und auch zum völkischen Nationalismus, der nicht so in Berlin, aber zum Beispiel in Thüringen oder in Sachsen, Sachsen-Anhalt, sehr verbreitete Ideologie ist. Da gibt es ganz viel Material zum Lesen und zum Anhören. Das liegt hier vorne aus, da kann sich jeder, der Interesse hat, gerne etwas mitnehmen. Genau, das zum einen. Und zum zweiten würde ich jetzt direkt noch zwei Termine ankündigen wollen. Und zwar, wen Akteure von der AfD, speziell hier im Wedding oder in Mitte oder in Moabit noch näher interessieren und was sie denn für Politik auf Bezirksebene machen, der ist sehr herzlich eingeladen, morgen ins Café Kralle. Da veranstaltet das Bündnis Hände weg vom Wedding eine Veranstaltung. Auch in kleinerer Runde, das ist ja auch sehr interessant. Genau. Und ansonsten würde ich jetzt die Diskussion öffnen. Gibt es denn Fragen? Vielleicht auch direkt erstmal zu den beiden Vorträgen. Ich würde immer so zwei, drei Fragen sammeln und dann können wir ja schauen, wie wir die beantworten. Zu Michael Müller, der ja jetzt Bürgermeister ist und sagt, er hat einen guten Draht zu Investoren. Der Tagesspiegel bietet Wohnungen an, Eigentumswohnungen für 500.000 Euro. Du sagtest jetzt, es kommen aber fast nur Leute aus Osteuropa, aus Südeuropa, arme Menschen. Wer kauft denn diese gigantisch teuren Wohnungen in großen Mengen? Wer sind denn diese Investoren, die in Berlin so viel Wohnraum besetzen? Gibt es direkt noch andere Fragen? Sonst können wir ja direkt. Ich habe nicht ganz verstanden. Du meintest so, die AfD fischt vor allem so Mittelklasse oder will die ansprechen. Aber also meine Begegnungen mit AfD-WählerInnen waren oft Leute, die ich jetzt nicht zur Mittelklasse zähle, und frage mich halt,
wie die angesprochen werden. Also reicht ihnen aus, so quasi Geflüchtete werden an den Stadtrand verdrängt und es gibt irgendwie keine Alternative, weil die können sich ja auch keine Mittelstandwohnungen leisten. So. Und WBS-Wohnungen gibt es kaum, ne? Dann können wir vielleicht direkt mal mit der ersten Frage beginnen. Ja, wer kauft die teuren Wohnungen, die gebaut werden? Also was in der Tat der Fall ist, wenn was gebaut wurde in den letzten Jahren, dann waren es entweder ganz teure Mietwohnungen oder Gleicheigentum, hochpreisig. So, zum einen wurde extrem wenig gebaut. Also wie gesagt, wenn sich das irgendwo im dreistelligen Bereich teilweise nur bewegt, ist das extrem wenig, was noch nicht mal quasi vom Umfang her so viel ist, um rechnerisch quasi die Abgänge, also einen Ersatzneubau quasi zu schaffen. Ja, also es wurde extrem wenig gebaut und das, was gebaut wurde, halt hochpreisig. Es ist auch nicht so, dass jetzt nur ganz arme Leute hierher kommen. Kommen sicherlich auch Reiche, die sich hier eine teure Wohnung leisten können und die auch gerne dann kaufen, aber die machen nicht die Masse aus. Also ne, du hast halt so einen Sprung von paar tausend Zuwanderung auf einmal fast 50.000 Leute pro Jahr. Und das ist erklärungsbedürftig. Und das sind eben nicht alles irgendwelche Reichen, sondern das sind in der Masse das, was ich aufgezählt habe. So. Und das ist ein Problem, quasi da mitzuhalten, wohnungspolitisch. Heißt das nicht, dass nicht auch Reiche kommen und die kaufen, also die trotzdem kommen und sich Eigentum kaufen. So, die gibt es auch noch. Was auch noch dazu kommt, du hast halt eine Änderung in Anlagestrategien von kleinen und mittelgroßen Anlegern, die gemerkt haben mit Finanzkrise und so, dass man auf den Finanzmärkten nicht so gut oder zumindest nicht so sicher Geld anlegen kann. Und die suchen halt nach Alternativen und das sind dann halt zum Beispiel diese Wohnungen, also dass Wohnungen halt als Anlageobjekte gekauft werden. Dann zu der anderen Frage. Also wohnungspolitisch bietet die AfD eigentlich überhaupt keine Lösung für eben sozial schwächer gestellte Schichten an. Ich glaube eben, was sozusagen passiert, ist eben, dass Angst vor sozialem Abstieg oder soziale Marginalisierung von der AfD eben aufgegriffen wird und dann umgesetzt wird in einer gegen Ausspielen von unterschiedlichen Gruppen gegeneinander. Das heißt, Geflüchtete gelten dann als Sündenböcke, als diejenigen, die verursacht haben, dass immer weniger Wohnungen in Berlin zur Verfügung stehen. Aber im Programm selbst findet sich eigentlich keine Programmatik, die tatsächlich auf diese Gruppen abziehen könnte. Und deswegen würde ich ja auch dafür plädieren, dass man eben Leute damit auch konfrontiert und eben auch darstellt, dass würde die AfD tatsächlich in Berlin regieren, dass es eben wohnungspolitisch wahrscheinlich noch schlimmer wäre als heute und dass eben das private Immobilienkapital noch mehr Möglichkeiten hätte, um eben hier in Berlin Profite zu machen. Genau. Und auch zum Thema sozialen Wohnungsbau, also spielt das hier in Berlin in dem Wahlprogramm keine große Rolle und auch in vielen anderen Bundesländern spielt Wohnungspolitik überhaupt, also in den Wahlprogrammen keine Rolle. In Berlin, dadurch, dass das Thema irgendwie auf der Tagesordnung ist, alle Parteien haben es besetzt, musste die AfD das im Endeffekt eigentlich auch aufgreifen, um da irgendwelche Lösungen anzubieten. In anderen Bundesländern hat man aber auch, also beispielsweise in Sachsen gibt es einen Vorfall, wo eben der Förderungsfonds für den sozialen Wohnungsbau wieder aufgestockt werden sollte und da gibt es dann eine Äußerung der sächsischen Landtagsfraktion, die den sozialen Wohnungsbau als Sozialismus bezeichnen und eben eher, genau wie in Berlin, auf die Förderung von Wohneigentum setzen. Genau. Und ich meine, das hängt eben auch damit zusammen, dass, wenn man sich anschaut, wer kandidiert für die AfD, dann kann man eigentlich da sehr, sehr viele Mittelschichtler finden, also Ärzte, Anwälte, Leute aus der Immobilienwirtschaft. Und man findet eben nicht diese kleinen Leute, von der die AfD ja immer gerne spricht. Ich will vielleicht an der Stelle auch noch ergänzen, man kann ja die Themen nicht so losgelöst betrachten, sondern da überlagern dann auch andere sozial-arbeitspolitische Themen natürlich auch dieses wohnungspolitische Feld. Und da ist es, glaube ich, schon, also zum Beispiel jetzt irgendwie man auch sich so sozialchauvinistische Positionen anschaut, also irgendwie auf
vor allen Dingen auch von irgendwie so Kleinbürgertum, irgendwie Leute, die ein Auskommen haben, quasi ein sehr starker Hass auf Unterschicht, auf Hartz-IV-Bezieherinnen oder Erwerbslose. Ja? Und ich glaube, das überdeckt in ganz vielen Punkten dann auch so die eigene Problematik. Also da werden quasi Positionen aufgegriffen, wo eigentlich noch ein ganz großer Rattenschwanz dranhängt, der einem eigentlich gar nicht so gut zu Gesicht steht oder der einem eher schadet, als er einem nützt. Und das wird dann aber überspielt. Deshalb haben wir quasi jetzt auch hier so mal versucht, ein anderes Themenfeld zu nehmen, wo man die Partei oder diese Ideologie stellt, weil wir, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, das da halt sehr gut aufzeigen können. Ich glaube, da nochmal dran anzuknüpfen, also ist klar, nur mit Mittelschichten gewinnst du keine Wahl. Wenn man jetzt eine Politik macht, die quasi im Interesse von Mittelschichten ist und man Wahlkampf macht, der nur auf Mittelschichten abzielt, das ist ein bisschen wenig. So, und vielleicht muss man da nochmal unterscheiden, auf wen zielen sie ab, quasi als Wahlvolk, und für wem dienen quasi, oder wessen Interessen dient diese Politik, die sie da vorschlagen. Das fand ich sehr interessant, weil eigentlich war das alles nicht wirklich neu, was sie vorschlagen. Also da ist nichts wirklich Rechtsinnovatives oder so mal drinne. Wenn sie jetzt vorschlagen würden, ein nationales Wohnungsbauprogramm nur für Deutsche oder so, wäre wenigstens mal was Neues. Aber nicht, ist ja nichts. Nee, das ist, ich finde das jetzt auch nicht besonders nationalkonservativ oder wie auch immer man das nennt, sondern es ist einfach billiger Neoliberalismus, den quasi alle Parteien in den letzten, sagen wir, 20 Jahren so vollbringen. Also da unterscheiden sie sich überhaupt nicht. Sie unterscheiden sich in ihrer Rhetorik und da ziehen sie, glaube ich, auf Leute ab, die alles andere als mittelschichtig sind und dann, wie nennt man das, Lumpenproletariat, Abgehängte und so weiter, ja. Leute, die halt irgendwie, oder die noch ein bisschen was zu verlieren haben vielleicht, aber schon halt merken, dass es ein bisschen eng wird alles und auf die zielt man ab. Und es ist ganz interessant, weil wie ich das mitbekommen habe, ich bin jetzt auch kein Experte, aber dass sich ja die AfD so ein bisschen gewandelt hat von dieser Bonzenpartei, wo halt die wirklich von Professoren, von Wirtschaftsvertretern und so weiter gegründet wurde, ein bisschen gewandelt hat. Ja, also das sind ja dieser Flügel, der dann da raus ist und so weiter. Und dieser eine AfDler, ich weiß nicht welcher, hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht. Man muss die soziale Frage schon stellen, hat er gesagt. Aber man darf sie nicht stellen wie früher, mit oben gegen unten, sondern man muss sie stellen innen gegen außen. Sehr clever, also wirklich für sehr, sehr extrem clever formuliert. Und wenn man das zum Programm macht, dann kann man da, glaube ich, auch viel Erfolg mit haben. Und das haben sie. Also soziale Frage stellen, ja. Nicht so wie die anderen, die so tun, als gäbe es sie nicht mehr. Schon stellen, ja. Aber innen gegen außen. Hat er das wirklich gesagt? Wie hieß der Typ? Höcke war das. Genau. Höcke war das, okay. Ach, das ist ja dreist. Ja. verdammt, nee, ist nicht dreist, ist verdammt clever, ja? Ja, ja. Er muss die stellen innen gegen außen, die soziale Frage. Nicht oben gegen unten, sondern innen gegen außen. Davon finde ich aber im Wahlprogramm nichts. Also das posaunen die so raus, populistisch, ideologisch, dass das ihr Anliegen wäre, aber sie stellen die soziale Frage eben nicht und noch nicht mal innen gegen außen. Das ist der Punkt und ich glaube, damit kann man arbeiten, wenn man das auseinandernehmen möchte. Es gibt objektive Problemlagen, die resultieren nicht aus den Leuten, die Sündenböcke sind, zum Beispiel Flüchtlinge, die hierher kamen, als der Wohnungsmarkt schon völlig angespannt war und es schon Wohnungsnot gab. Die resultieren aus all dem, was da vorher passiert ist, was politisch gewollt war und was quasi, wenn man das unter irgendein Label fasst, nichts anderes war als quasi neoliberale Politik, die da gemacht wurde. Man überlässt alles dem Markt, weil der ist effizienter, Staat zieht sich raus, beziehungsweise wenn Sozialstaat, dann dieser neoliberale Sozialstaat, wunderbar zu beobachten bei dieser Wohnraumversorgung. Man macht nicht zum Beispiel Wohnungsbau für breite Schichten, sondern man überlässt es dem Markt und der Sozialstaat, der springt dann ein, nur für die, die es wirklich nötig haben. Das ist so diese neoliberale Vorstellung vom Sozialstaat. Sozialstaat ja schon, aber nur für die, die es wirklich nötig haben, nicht für die breiten Schichten. Ne? Und dann kommt nur sowas bei raus, dass genau dieses mit den, wenn die Flüchtlinge jetzt hierher kommen in größerer Zahl, man muss die irgendwie unterbringen. Die haben ja wirklich gar nichts. Für die muss man dann halt auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und irgendwelche Containerdörfer bauen. Für die breiten Massen nicht, die sollen sich selber drum kümmern. Das ist neoliberal. So, und dann kannst du natürlich ankommen und so argumentieren, seht, da habt ihr das. Für die Flüchtlinge, da machen sie alles und für uns gar nichts. Deshalb funktioniert das. Aber was sie vorschlagen, ist genau das Gleiche. Also das ist der Witz halt. Ja, also absolut nicht innovativ.
Ja, gibt es da noch weitere Fragen? Oder Ideen, was man tun könnte, wie man dagegen vorgehen könnte? Bitte? Ja, das ist genau so ein Punkt, das finde ich ist auch, also das hört man an, also wenn man mit Linken diskutiert, was macht man gegen Wohnungskrise, ja, Häuser besetzen. Das ist, finde ich, na, ich will jetzt nicht sagen, es ist genauso falsch, nein, aber es ist quasi, also wenn man mal sagt, es gibt eine objektive Problemlage und so Antworten, wie sie die AfD und andere Parteien liefern, sind keine Alternative, dann ist das auch keine Alternative, weil wenn du einen Wohnungsmangel hast, dann bringt dir das auch nichts. Also das ist so, hast du Hausbesetzer Bewegung gehabt, auch in historischen Ausnahmesituationen, West-Berlin 80er, hier Friedrichshain und so Ost-Berlin, Wendezeit, da hattest du immer Wohnungsnot und einen großen Leerstand. Der Leerstand kam aus stadtentwicklungspolitischen Gründen, weil man sowohl im Osten wie im Westen darauf gesetzt hat, dass du halt Altbau verfallen lässt, perspektivisch abreißt und neuen Neubau betreibst irgendwo. Ja, also und mein Kommentar kommt ja auch aus einer gewissen Ohnmacht, weil ich gerade selbst auf Wohnungssuche war. Ja. Und dem Gefühl, was ich bei vielen Leuten auch merke, dass es einfach schwierig ist, was zu finden. Gleichzeitig ist Wohnen so ein Grundbedürfnis und so eine Grundaufgabe von einem Staat, das zur Verfügung zu stellen. Und das bringt natürlich eine ganze Gesellschaft oder breite Teile in Unsicherheit. Ne? Ja. Ich finde es schockierend, wenn die Parteien dazu nichts anzubieten haben. Also ja, keine Lösungen und... Was mir auch interessieren wird, vielleicht habt ihr darüber gesprochen, ich war nicht da, aber diese modularen Unterkünfte, ne? Ja. Das ist ja auch eine symbolische Ebene, da wird auch Leuten keinerlei Perspektive irgendwie in einem Zentrum gegeben. Ne? Ich arbeite zum Beispiel in Kreuzberg, dort gibt es Geflüchtete nur im Transit. Es gibt Notunterkünfte, es gibt Übergangswohnheime, aber es weit keine, habe ich keine jetzt Leute getroffen, die auch wirklich Wohnungen bekommen haben. Jetzt werden aber auch modulare Unterkünfte dort gebaut, ne? Und ja, weiß nicht, habt ihr darüber auch gesprochen? Ja, aber was war genau die Frage? Oder? Das war nicht so richtig eine Frage, sondern mit dem man das auch anscheinend Geflüchtete aus dem Zentrum anscheinend nur in so Transitsituationen möglich sind. Viele sich ehrenamtlich beteiligen und so weiter und das Gefühl da ist, okay, wir haben da in der Nachbarschaft Geflüchtete, aber dass Leute wirklich eine Verortung haben, ist kaum möglich im Zentrum. Ne? Zu diesen Modulunterkünften. Ich finde, das Problem ist da gerade nicht, das hört sich erstmal ein bisschen absurd an, aber dass es quasi Flüchtlinge isoliert und stigmatisiert und so weiter, sondern dass es eben nicht auf Flüchtlinge aus ist, sondern perspektivischen Wohnungsmarkt und Wohnungsversorgung für breite Schichten auf eine ganz dramatische Art und Weise ändern wird. Also du hast halt diese Modulunterkünfte, die sind gebaut, ich glaube in der Ausschreibung stand zuerst 100 Jahre, dann 60 Jahre, also irgendwas Lebensdauer, ja. Also mindestens 60 Jahre sollen die halten und es wird auch ganz unverhohlen damit geworben, wenn die Flüchtlinge mal wieder weg sind in ein paar Jahren, dann kann man die nutzen für zum Beispiel Studierende, Arbeitslose, Senioren und so weiter. Ja. Also was da quasi, also wenn bisher in Deutschland über Wohnungsbau diskutiert wurde, das ist vielleicht auch noch wichtig, dann ging es immer um das, was man so normalen Wohnungsbau nennt. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Hebel, diese also zugespitzte Situation, politisch hervorgerufen, gewollt auch, würde ich sagen, von denjenigen, die das gemacht haben. Situation, die jetzt ein riesiges Problem ist, was man auch wohnungspolitisch so einfach von heute auf morgen gar nicht mehr beheben kann und muss es aber trotzdem irgendwie handeln, weil irgendwo müssen die Leute ja wohnen. Und das wird als Hebel angesetzt, um so eine Art Wohnungsmarkt zweiter Klasse zu etablieren, was man in vielen europäischen Nachbarländern, gerade Großstädten, auch hat. Also du hast einen normalen Wohnungsmarkt, und du hast so eine Art zweiten Subwohnungsmarkt, ja. Dass man so einen Wohnungsbaum-Substandard, nennt man das, auch betreibt. Also man untergeht ganz bewusst gängige Flächen- und Ausstattungsstandards, um Wohnraum zu schaffen, der für diejenigen ist, die sich am normalen Markt nicht mehr versorgen können. Halt eben genau das Problem. Markt reagiert halt nicht. Ja, beziehungsweise da wird er dann aktiv. Also da, das ist aber auch das Einzige. Das ist halt dann wieder diese neoliberale Variante davon. Der hat eben das Problem, der Markt reagiert nicht auf einen objektiven Bedarf, sondern auf eine
Nachfrage im Sinne von zahlungskräftiger Nachfrage. Was ist mit denen, die nicht zahlungskräftig sind, aber trotzdem objektiv eine Wohnung brauchen? So. Und dann sind halt zum Beispiel marktwirtschaftliche Lösungen, dass man Wohnungen baut, die einfach ja, aufgrund von Ausstattungs- oder Flächenstandards, die man runterschraubt, so in der Gesamtsumme her so billig sind, dass sich auch die, die jetzt unterdurchschnittlich verdienen, leisten können. Das ist, denke ich, das große Problem mit diesen Muffs. Da wird doch bisher viel zu wenig darauf hingewiesen, dass die einfach den Wohnungsmarkt auch in Berlin langfristig ganz stark prägen werden. Also wenn da einmal Dämme gebrochen sind, ist die Frage, was machen wir mit den Arbeitslosen? Da fehlen ja auch Wohnungen, ist ja alles nicht Hartz-IV-kompatibel. Naja, bauen wir so eine Modulunterkünfte jetzt für Hartz-IV-Empfänger. Es gibt doch auch Erfahrungen aus anderen auch ursprünglichen Großstädten. Also ich weiß nicht, so wie auch Paris zum Beispiel mit den Vorstädten, wo es dann soziale Brennpunkte und sowas gibt. Also ich meine, das wäre ja zu erwarten, dass sowas dann passiert. Und das ist ja jetzt eine besonders überraschende Entwicklung. Aber darauf haben die keine Antworten, oder? Ich meine, oder dass sie sagen, das würde jetzt nicht passieren, weil was weiß ich. Na, ich glaube, also gerade auf solche Geschichten, wenn mit sozialen Brennpunkten argumentiert wird, da greift dann ganz stark dieses Konzept von Law and Order und Sicherheitspolitik. Bisschen lauter. Oh, Entschuldigung. Also ich würde in den Raum werfen, dass wenn man über soziale Brennpunkte spricht, die ja auch in Berlin so bezeichnet werden, vorhin hatten wir das Beispiel mit Kotti, mit auch hier im Wedding gibt es solche Orte, also Leopoldplatz oder Osloer Straße oder Riga Straße, so solche Orte, die als soziale Brennpunkte eingestuft werden. Dort wird dann gefordert, dass dort mehr Polizei aufmarschiert, dass dort Kameraüberwachung stattfindet, dies und jenes. Also quasi mit Sicherheitspolitik auf soziale Fragen argumentiert wird. Und da hat man, glaube ich, auch wieder so diese Überdeckung von verschiedenen Themenfeldern. Also aus meiner Sicht werden quasi die drängenden Fragen nicht beantwortet und mit anderen Themen versucht zu überdecken. Dazu würde ich ergänzend auch gerne was sagen. Und zwar der Zusammenhang auch mit dem Stadtumbau, also zum Beispiel auch die Grünflächen. Da haben wir ja im Wedding auch hier um die Müllerstraße, soll ja ein sogenanntes aktives Zentrum entstehen mit verschiedensten Umbaumaßnahmen. Und da hat man auch die Parkanlagen, sehr in die Parkanlagen eingegriffen. Da wurden eine Menge Bäume abgeholzt, also in Moabit, soviel ich weiß, das hat über 8 Millionen Euro gekostet. Und da wurden gesunde Bäume abgeholzt in großer Zahl. Und dann wurden merkwürdige Betonklötze dort aufgebaut, die, glaube ich, auch ungefähr 360.000 Euro gekostet haben von einem angeblichen Künstler. Die Parkanlagen werden so gestaltet, dass man praktisch auch alles gut Video überwachen kann, sozusagen mit Sichtachsen, was auch schon so ein bisschen in der Berliner Baupolitik eine Tradition hat. Also in der Kaiserzeit, da wurden die Straßen ja auch so gebaut, dass man die praktisch von einer Stelle aus kontrollieren kann. Sozusagen, dass man am Ende einer Straße eine Kanone aufstellt und dann sozusagen die Barrikaden der Arbeiter unter Kontrolle hat. Das war so nach dem Aufstand 1848 und so in der Richtung geht jetzt auch hier der Stadtumbau weiter. Also es ist schlimm für die Natur und auch für die armen Menschen, die sozusagen sich dort erholen müssen, die nicht auf die Malediven fliegen können oder sonst wohin. Das noch zur Ergänzung. Dahin war noch eine zweite Frage. Ich wollte zu der Banlieue-Frage was sagen. Also Frankreich hat eine ganz andere Wohnungspolitik. Und Arme wurden da schon immer oder migrantisches Spektrum am Stadtrand geparkt. Und ich glaube, in Berlin haben wir eine gewisse Chance, weil Berlin ist gar nicht entmischt in dem Sinne wie andere europäische Großstädte. Und Marzahn-Hellersdorf hat im Moment einen Leerstand unter 1%. Das ist weniger als der Rest der Stadt. Das ist interessant, zudem sind die Neuvermietungsmieten höher als die Bestandsmieten hier zum Beispiel. Also eine Weddinger Familie kann sich gar nicht mehr nach Marzahn-Hellersdorf oder so retten, in Anführungsstrichen, um eine günstige
Wohnungen zu finden. Es gibt natürlich trotzdem einen gewissen Verdrängungsdruck von Menschen, die wenig Geld haben, Hartz IV, Leuten oder Familien. Aber das ist eine ziemlich interessante Situation und deswegen wird es diese, und alle Orte, die du genannt hast, sind ja gar nicht am Stadtrand. Ja? Also da kann man, ich wollte noch was anderes sagen, eigentlich kann man doch froh sein, dass die AfD so bescheuert ist. Es gibt eine andere, also so diese Wohnungsthema gar nicht benutzt. Es gibt eine andere Partei, die fordert einen neuen sozialen Wohnungsbau. Die fordert ganz radikal, dass die Städte Wohnungen zurückkaufen, dass die Wohnungsbaugesellschaften anspringen, dass die Grunderwerbsteuer erhöht wird und dass es aber nur Wohnungen für Deutsche gibt. Das ist nämlich die NPD. Man kann sich mal die Papiere der NPD in Niedersachsen zum Beispiel durchlesen, wo ich jetzt gerade war, um mir das anzugucken. Also da gruselt es einem echt, wenn die AfD so vorgehen würde, eigentlich mit ganz guten Ideen, nur mit diesem Nachsatz Wohnungen nur für Deutsche, auch eine Frage ist, wer ist eigentlich Deutsch, dann wäre es wirklich gefährlich. Also so würde ich sagen, können Sie bei der Wohnungspolitik nicht unbedingt einen Blumentopf gewinnen, sondern da sind Sie wirklich an der Mittelschicht orientiert oder an ländlichen Wählerregionen oder so, an Kleinstädten. Gut, dann ist es erklärungsbedürftig, aber warum die AfD bessere Ergebnisse einfährt als die NPD. Also weil es ja durchaus vorkommt, dass Leute gegen ihre Interessen wählen und das funktioniert halt aufgrund von so gewissen Ideologien, die das halt irgendwie vermitteln. Ne? Und die Frage ist, was macht man dagegen? Also dass es zum Beispiel es rechtspopulistische Kräfte gibt, die eben nicht die NPD sind, wo jeder weiß, das ist bäh, das macht man nicht, obwohl es dem eigenen Interesse als deutschem Rechten vielleicht besser täte, die zu wählen, wenn man dann quasi wenigstens eine Wohnung kriegt als die AfD, wo dann nur das Immobilienkapital von profitiert oder so weiter. Also so würde ich es nicht formulieren. Nein, aber dass sie halt natürlich, also es ist diese soziale Frage stellen innen gegen außen, das tun sie nicht, kann man sagen, vielleicht auch zum Glück nicht an der Stelle so. Aber vielleicht können sie es auch gar nicht, weil dann halt eben diese eine gewisse Breitenwirkung, die sie haben, weggehen würde. So. Weil sie dann halt auch wieder nicht anschlussfähig sind an so allgemein verbreitete politische Vorstellungen, die halt einfach auch mal neoliberal geprägt sind. Also dass Privat irgendwie besser ist als Markt, das ist inzwischen so drin in vielen Köpfen, dass halt selbst jemand, der bei dem es genau umgekehrt ist, also den Staat brauchen, überhaupt zu überleben, der dann so argumentiert. Dann halt rassistisch aufgeladen, dieses ja, Sozialstaat, der kümmert sich ja nur um die Asylanten und nicht um mich und so weiter. Und wo man sagen muss, ja, es hat eine materielle Grundlage, auch diese Ideologie, wenn man sich Wohnungsmarktentwicklung anguckt. Ja, ist tatsächlich so, wenn landeseigene Wohnungsbaugesellschaften mehr Menschen Muffs bauen, als die normale Wohnung bauen, ist das ein reales Problem. Ja. Da habe ich noch eine Frage, ist das gezielt nach wie viel, also für wie viele Leute sie bauen oder wie viel Geld sie investieren? Weil ich denke jetzt gerade, also zum Beispiel Jesobau baut hier irgendwo neue Häuser, wo dann aber ja die schon relativ hochpreisig gebaut werden wahrscheinlich. Und für den Muff kannst du für das Geld wahrscheinlich ewig viele bauen. Die Muffs sind sogar ziemlich teuer, sie sind nicht billig. Das ist vom Quadratmeter her, glaube ich, 2000 Euro oder irgendwas um den Dreh. Da quasi arbeitet man damit, dass man Flächenstandards reduziert. Also du hast keine Wohnung da drin, sondern so einzelne Zimmer, in der Regel Zwei-Personen-Zimmer oder so zwei Zimmer, wo eine ganze Familie drin wohnt. Also die Quadratmeterzahl pro Person ist so gering, dass du quasi insofern billig Leute unterbringen kannst. Es ist nicht, dass die Bauart in, also an sich, dass das billiger wäre, so vom Quadratmeterpreis. Übrigens noch was, es gibt zum Beispiel auch einen privaten Investor, ganz interessant, am Plenterwald hat der gebaut, oder ist noch dabei, so ein Containerdorf für Studierende, was als so ganz tolle, funky Idee verkauft wird. Überseecontainer, die ausgebaut werden, gestapelt werden. Das sieht dann auch so ein bisschen zum rostigen Charme so aus und so abgefuckt. Und die werden vermietet für, ich weiß gar nicht, 300 irgendwas Euro oder sowas. Was? 20 Euro der Quadratmeter. Wie viel? 20 Euro der Quadratmeter warm. Ja, das ist halt der Witz bei der Sache. Vom Quadratmeter her ist es schweineteuer, aber dadurch, dass du halt so reduzierte Flächenstandards hast, also ich glaube bei Hartz IV, beim Single-Haushalt sind 50 Quadratmeter gelten da in dieser Kostentabelle als angemessen noch. So, ne? 20 Quadratmeter Wohncontainer für ein Studi, wo die Küche schon mit drin ist und das Klo, irgendwie ist es da alles in so einen Container reingebaut. Wird aber zu einem absoluten Preis vermietet, der für Studierende noch als bezahlbar durchgeht. Also da hat man quasi so eine Etablierung von so einem Substandard, der aber nicht durch die quasi Reduzierung von baulichen Standards unbedingt arbeitet oder dass die Baukosten quasi reduziert werden, sondern in erster Linie die Flächenstandards. Ja.
Also muss man sich mal überlegen, wenn der Markt für breite Schichten keine Wohnung baut, weil die Einkommens- und Vermögensverteilung so ist, dass sich die wenigsten Leute zum Beispiel Mieten in einem marktmäßig errichteten Neubau kaufen können, dann ist die Frage, was die Alternative ist. Oder dass sie sich das nicht leisten können, ist ganz einfach. Die wenigsten Haushalte sind in der Lage, Wohneigentum zu kaufen und noch weniger sind in der Lage, das sofort zu bezahlen. Also die wenigsten Leute in diesem Land können losgehen, sagen, ich kaufe mir eine Wohnung oder ein Haus, zack, 200, 400, 600.000 Brieftasche auf dem Tisch. Wohnung ist immer, oder ein Haus ist typische Investitionsgut, das heißt, man zahlt es über einen längeren Zeitraum ab und das gilt genauso für Investoren, die rechnen genauso. Die leihen sich Geld, dann zahlen sie es ab und du hast in der Regel so eine Finanzierungszeit von 25 bis 30 Jahren. Das heißt, wenn du die realen Kosten, die ein marktmäßiger Neubau kostet, also Tilgung und Zinsen auf 25, 30 Jahre, was ein typischer Investitionszeitraum ist, umlegst, dann hast du eine Quadratmetermiete, die dann, weiß ich nicht, bei streiten sich die Geister mindestens so und so viel oder so und so viel, 57, 8 Euro, 9 Euro, je nachdem, wie teuer man baut oder wie aufwendig liegen so. Das heißt, wenn alle Haushalte sich so eine Einstiegsmiete im marktmäßigen Neubau leisten könnten, könnten auch alle Haushalte innerhalb von 25 oder 30 Jahren Wohneigentümer werden. Wenn man davon ausgeht, es können eben aufgrund von Vermögens- und Einkommensverteilung eben nicht alle Haushalte Wohneigentum erwerben, dann ist damit automatisch gesagt, dass sie in einem marktmäßig errichteten Neubau auch nicht wohnen können, weil die sich auch die Miete nicht leisten können. Ein ganz wichtiger Zusammenhang auch, ist so ein bisschen tricky, aber das ist so sind die Verhältnisse. Ja? Wohnungsbau ist relativ teuer, deshalb hast du eine vernünftige Wohnraumversorgung für breite Schichten, wo sich die meisten das eben nicht leisten können, nur durch staatliche Interventionen gewährleistet. Es gibt dann vier Möglichkeiten. Erstens, man baut halt marktmäßig, vermietet marktmäßig und viele können sich es nicht leisten. Weiter kümmert man sich gar nicht drum, das ist bis heute der Fall, das ging bisher gut. Zweite Möglichkeit ist, man baut halt quasi zu marktmäßigen Preisen, vermietet marktmäßig, aber reduziert die Flächenstandards so, dass man unterm Strich wieder auf eine Gesamtsumme kommt, die sich auch Studis leisten können, indem sie halt irgendwie auf weniger als der Hälfte von der Wohnfläche wohnen. Ja, dritte Möglichkeit wäre, man baut marktmäßig, vermietet marktmäßig und subventioniert mit Wohngeld und so weiter, also diese sogenannte Subjektförderung aus öffentlichen Mitteln, die Miete, die man später zahlt, runter für die Haushalte, die es sich nicht leisten können. Die Situation gibt's, aber die bewirkt auch nicht, dass Wohnungen gebaut werden. Und die letzte Möglichkeit ist eigentlich, man nimmt öffentliches Geld in die Hand und baut Wohnungen. Eigentlich die einzige Möglichkeit, die übrig bleibt, ja. Oder die sympathischste zumindest. Noch eine andere Richtung. Wisst ihr, ob die AfD nachbarschaftliche Strukturen hat oder ein Kiez sich organisiert, mehr als jetzt nur diese ab und zu hier und da so ein mehr oder weniger geheimer Stammtisch? Also gibt es da Ansätze, sich engmaschige Nachbarschaftsstrukturen irgendwie aufzubauen? Also ist mir nicht bekannt, aber ich meine, die Partei ist auch noch sehr jung. Ich glaube, es ist sehr stark abhängig davon, in welchem Bezirk man schaut. Also hier im Wedding hat die Partei eigentlich keine Basis. Hier wohnt fast niemand von den Funktionären, sehr wenig Leute. Wenn du in andere Bezirke gehst, das ist ganz anders. Also beispielsweise Zehlendorf, Steglitz. Da gibt es halt regelmäßige Stammtische oder auch Reinickendorf, jetzt das nächste für uns. Oder gibt es regelmäßige Aktionen. Und natürlich werden irgendwie über solche regelmäßigen Kontakte Verbindungen aufgebaut. Aber hier bei uns im Bezirk ist mir zumindest nichts dergleichen bekannt. Und ich denke, das hängt auch ganz stark damit zusammen, dass hier im Bezirk die soziale Zusammensetzung noch eine ganz andere ist und vielleicht nicht das Kernklientel der Menschen, die dann am Ende auch die Partei wählen. Na, aber ganz kurz, was es gab, war diese Nein zum Heim-Kampagne da in Hellersdorf, glaube ich. Das war ja nicht von der AfD. Nee, es war nicht in der AfD, das war vielleicht sogar noch davor, aber das ist so, finde ich, so ein bisschen
Vielleicht vermische ich das auch zu sehr, aber das Klientel, wo ich am ehesten denken würde, dass die auch AfD wählen. Ja? Also wo die NPD vielleicht ein bisschen zu krass ist und man dann doch irgendwie auf sowas ausweicht. Aber zum Beispiel in Hellersdorf, das war von der NPD initiiert. Also war wirklich NPD auch. Genau, von Anfang an auch. Und das sind die meisten von diesen Nein zum Heim-Kampagnen auch bundesweit. Aber es gab noch zwei Fragen. Ja, ich frage mal was Doofes, auch bei den Linken, also bei der Partei Die Linke. Wenn die AfD in den Landtagen sitzt, was macht man dann eigentlich? Die Linken sagten auch, da, das lassen wir drauf ankommen und dann sind ja diese demokratischen Wege und es hängt vom Thema ab und was weiß ich. Was macht man denn dann? Hat irgendjemand eine Ahnung, was man macht, wenn die überall in den Landtagen sitzen? Ich würde noch die zweite Frage sammeln und dann können wir vielleicht. Da drüben war noch eine. Das war ja so eine Anmerkung. Ah, okay. Na dann vielleicht direkt mal eine Antwort darauf. Ich fühle mich nicht berufen, das zu beantworten. Ich glaube, ja, gestern wurde eine Torte geworfen, irgendwo, das wäre ja eine Möglichkeit. Aber alle Leute in Neukölln oder Kreuzberg schlagen sich DKPler. Es gibt ja jetzt überall schon Podien, wo quasi die Politikerinnen sich vorstellen und ihre Position. Da sind es natürlich auch auf die AfD drauf. Damit musst du dann irgendwie umgehen und quasi wirklich ins bessere Argument und in die Debatte und die wegputzen. Also anders geht es ja gar nicht. Oder man schubst sie vom Podium runter. Aber das können natürlich nicht Politikerinnen aus den Parteien machen, aus dem linken Flügel. Dann können sie gleich mit vom Podium runtergehen. Die demokratischen Instrumente, ja. Und dann hat man auf das Thema zu warten und reagiert irgendwie. Weil bis jetzt noch keiner hat darauf antworten können, was macht man eigentlich konkret? Wie geht man im politischen Alltag damit um, dass man mit rechtsradikalen Themen und Denkansätzen konfrontiert ist? Aber also ich habe noch nirgendwo eine Antwort gehabt. Also so ähnlich wie du, ja, da muss man. Das sage ich gerade nicht. Ich sage das gerade nicht. Die Leute sind in der Debatte auf den Podien, jetzt aktuell, jeden Tag. Mit Leuten, irgendwelchen Schranzen und Vollidioten von der AfD, aber genauso im rechten CDU-Flügel gibt es genau solche Helden und Heldinnen, die total auf dem antisozialen Sinnflug irgendwie sind. Also die werden natürlich argumentativ bekämpft. Wenn die aber gewählt werden, hast du die trotzdem am Hals und das gibt es jetzt schon in manchen Bezirken und so, das ist ja nichts Neues. Das ist ja quasi schon seit Jahrzehnten, auch in vielen Städten. Und da musst du die Debatte führen. Da gibt es eben auch im letzten Ende auch andere Methoden natürlich aus der autonomen Perspektive. Muss man sich überlegen, was man machen kann. Aber das kannst du dann von einem grünen oder linken Politikerin nicht verlangen. Ich kann es vom Linken nicht verlangen, nein, dass er da mit der AfD irgendwelche handgreiflichen Auseinandersetzungen führt. Nur dieses ewig Hilflose, ach, wir haben ja dann die demokratischen Wege, das finde ich so, das ist nicht zufriedenstellend. Egal, wo man fragt, ach, das sind die demokratischen Wege, die wir dann gehen werden und wir lassen es aufs Thema drauf ankommen, hängt vom Thema ab. Das ist mir nicht handfest genug. Natürlich kann man sie nicht verprügeln, sicher. Torte werfen kann man auch nicht. Vielleicht du noch kurz und dann würde ich mich auch noch mal einmischen. Ja, ja. Gerade bei den Themen denke ich, dass es halt wichtig ist. Es gab jetzt auch diese Sache mit, dass die AfD sagt, sie würde je nach Thema halt auch nur die NPD als Linke unterstützen im Parlament. Da ist es halt wichtig, dass man, dass die Linken im Parlament, nicht ich, aber dann halt schon vorher Themen aufgreift und zwar auf andere Weise, sodass es nicht der AfD überlassen wird, Themenfelder anzusprechen. Das, denke ich, wäre so eine Möglichkeit, wie man dem entgegenwirken kann. Und ansonsten ist es halt einfach, also ja, innerhalb des Parlaments und innerhalb dieser Strukturen gibt es nicht die Möglichkeit mehr, ansonsten den großen Riegel vorzuschieben, denke ich. Und das ist halt eine Sache, die jetzt da ist und die am besten hätte verhindert werden sollen vorher, aber genau sowas wird ja jetzt gemacht, wenn eben dann Sachen wie die soziale oder die Wohnungsfrage und die Position der AfD dazu angegriffen werden. Also wenn es darum geht, den Parlamentsweg einzuschränken, geht es ja eigentlich nur darum, zu verhindern, dass Leute sie wählen. Das ist die einzige Möglichkeit. Und ich glaube, vieles schon auch ein Scheitern der linken Partei. Ne? Also zum Beispiel eine AfD-Wählerin, die mich voll gequatscht hat mal, hat gemeint, sie hat 20 Jahre lang die Linke gewählt. Aber die haben ja nicht irgendwie, das hat ihr nichts gebracht und jetzt wählt sie die AfD. Ne? Und die haben auch hier total viel ausverkauft in der Stadt an Wohnungen.
Da vorne war noch eine Meldung. Ja, ja, also welcher Wähler schaut schon ins Wahlprogramm? Irgendwie wichtiger sind die Aussagen von den Leuten in den Medien, in der Öffentlichkeit und so weiter, an wie der Björn Höcke da irgendwie genannt wurde. Und viele haben es halt einfach verstanden, die Migranten sollen draußen bleiben oder sie sollen abgeschoben werden. Es geht um irgendwie Verteilungskonflikt, Flüchtlingsabwehr und so weiter. Und zur Sozialpolitik steht zum Beispiel im Berliner Programm irgendwie ein paar Zeilen. Ne? Also es ist so wie nichts. Ja? Und AfD wichtig, das ist den Leuten wichtig halt, Asylpolitik und Sicherheitspolitik. Ja? Und frage ich mich, habt ihr euch auch Gedanken gemacht zu den Ursachen von Rechtspopulismus? Also in der Bevölkerung sozusagen, ist ja europaweit und selbst in den USA und dergleichen. Weiß ich, es wird ja immer von Ängsten geredet, Abstiegsängste, existenzielle Ängste, die Leute haben, Bedrohungsängste, jetzt mit dem islamistischer Terrorismus kommt nach Europa und so weiter. Also da sind irgendwie Ängste da, aber die Ängste allein, also ich merke das bei vielen so Marginalisierten, die auch Ängste haben, weiß ich, auf dem Wohnungsmarkt dann nicht mehr bestehen zu können und dergleichen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie dann rechtspopulistisch sind. Also wie kommt es denn, dass die Leute rechtspopulistisch dann wählen, sozusagen, irgendwie? Also was sind die Ursachen für das Ganze? Also da müssen sich ja, muss ja ein Autoritarismus wieder da sein, irgendwie. Wenn man glaubt hat, der wäre schon weg oder so, oder? Ich würde jetzt vielleicht kurz nochmal, also ich wollte vorhin auch selber noch was quasi zu deiner Frage sagen und würde das vielleicht so ein bisschen damit verbinden, was du jetzt auch gerade ansprichst. Ich glaube halt, dass es ein sehr starkes Desinteresse oder so ein Nicht-Vertreten-Sein in so Parteienpolitik, Parlamentspolitik gibt und zum Beispiel das, was meine Gruppe macht oder auch das, was die Mietergemeinschaft macht, ist ja quasi ein Ansatz außerhalb davon, also sich quasi selbst zu organisieren, einfach Dinge selbst in die Hand zu nehmen und sich selber darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Ansatz, um auch so ein bisschen über den Tellerrand gucken zu können und sich nicht dann irgendwann auch enttäuscht zu werden. Und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, der bei der Sache, die du angesprochen hast, sehr stark mit reinspielt. Viele, die quasi früher sich zum Beispiel der Sozialdemokratie oder so auch zugehörig gefühlt haben über sehr lange Zeit, die wurden halt enttäuscht, weil sich die Parteien eher in eine neoliberale Richtung entwickelt haben und die Interessen ihrer Wählerschaft sich ja in vielen Punkten vernachlässigt haben. Und ich glaube, wenn dann halt Menschen aufs Podium steigen und sagen so, hey, übrigens sind die, denen es noch schlechter geht, dran schuld, dann ist das quasi eine Perspektive, die mit den eigenen Mitteln vielleicht noch irgendwie bekämpft werden kann. Also wo man dann sagen kann, okay, ja gut, dann habe ich jetzt mein Feindbild. Und das ist auf jeden Fall noch niedriger gestellt als ich. Ich glaube, das ist ein Punkt, obwohl man das, glaube ich, schwierig beantworten kann. Also die Frage fand ich sehr allgemein gestellt. Ich hoffe, also wir haben heute versucht, quasi ein Themenfeld damit abzuarbeiten, aber ich glaube halt auch, dass es da noch viele andere gibt, also auch zur Arbeitsmarktpolitik oder anderen sozialpolitischen Themenfeldern. Anmerkung, also ich glaube, das eigentliche Problem an der AfD ist, oder das auch faszinierend ist, dass sie ja, auch wenn die so ein bisschen Outlaw-mäßig in den Parlamenten sitzen, eigentlich wären sie total koalitionsfähig. Also auf der inhaltlichen Ebene sind die zu so gut wie allen anderen Parteien, mit denen die dann da zusammen im Parlament sitzen, koalitionsfähig. Das hatten wir gerade gesehen. Es ist eben nicht irgendein absurdes nationales Wohnungsbauprogramm nur für Deutsche, wie Matthias erzählt hat, dass es die NPD fordert. Wo man sagt, ja auf der Sachebene, ihr seid verrückt, wollen wir nicht und so weiter. Ne? Sondern was die fordern, ein bisschen Genossenschaften fördern, ein bisschen Eigentumsbildung fördern und so weiter. Die wären auf der Sachebene zumindest, was wir gehört haben von der Wohnungspolitik, mit so gut wie allen Parteien sofort koalitionsfähig. Und deshalb wird von diesen Parteien, die da sonst noch sitzen, die inhaltliche Auseinandersetzung gescheut oder findet einfach nicht statt. Ich glaube, das ist das große Problem. Also war es keine Partei, die was anderes fordern würde als diesen neoliberalen Einheitsbrei, den die auch fordern. Das heißt, auf der Sachebene können die sich ja eigentlich gar nicht auseinandersetzen. Es wäre genau unsere Aufgabe, dass man halt eben benennt, ja, was ist denn eigentlich das Problem oder was ist quasi die materielle Grundlage von Ideologie, mit der sie hausieren gehen, mit der sie Sündenböcke sich suchen und so weiter und so fort. Wenn man sich jetzt anguckt, Wohnungsprobleme in Berlin,
Das sind Zusammenhänge, die sind ein bisschen kompliziert auch teilweise, warum der Markt das nicht macht und so weiter und wie sich das entwickelt hat. Aber das, finde ich, muss man immer wieder herausarbeiten, was ist, also warum quasi die Antworten, die sie liefern, ja überhaupt nicht zu den Problemen passen, wo sie vorgeben, dass sie es täten. So. Und das trifft aber nicht nur auf die AfD zu, sondern auf alle Parteien, die quasi ein neoliberales Grundprogramm vertreten. Und das sind alle, zum Beispiel auch die Linke, die 10 Jahre in Berlin mitregiert hat. Und das waren die schlimmsten 10 Jahre hier. Wir wollen wirklich alles verscherbelt, was nicht bei 3 auf dem Baum war, gerade was Wohnungen anging. Und da kommen sie auch nicht von weg. Was sie jetzt fordern, das ist auch wirklich weit entfernt von dieser Sachebene, wenn man guckt, was war eine objektive Entwicklung, was sind objektive Herausforderungen, objektive Erfordernisse. Objektives Erfordernis ist zum Beispiel, wenn man davon ausgeht, der private Markt schafft nicht genügend Wohnraum für alle oder zumindest für breite Schichten der Bevölkerung. Dann hast du objektiv die Erfordernis, dass der Staat da intervenieren muss. Ist einfach so, sonst geht's nicht. Wird von der Linken natürlich auch einfach mal ignoriert. Das finde ich super spannend, was du sagst, weil ich immer dachte, die AfD hat so ein bisschen wenig Ideen. Die sind so ein bisschen konturlos, irgendwie diffus rechts. Aber das kann man natürlich, so wie du es sagst, auch zum Programmpunkt machen, weil man dann koalitionsfähig ist. Das ist ja dann ganz clever, wenn man quasi kein wirkliches Angriffsmaterial für alle anderen hätte. Also wie die Linken, die immer sagen, raus aus der NATO. Und dann sagen alle anderen Parteien, dann seid ihr aber nicht koalitionsfähig. Das kann ja ganz clever sein, so wie du das sagst, das ist ein super interessanter Gedanke, zu sagen, ach, die machen das so, weil sie dann immer koalitionsfähig sind, nicht weil sie so ideenlos sind. Ja, ich glaube auch nicht, dass die jetzt in den nächsten Jahren in irgendeiner Regierung mit sitzen werden, aber du kannst halt, machst dich quasi unangreifbar, wenn du eigentlich genau das Gleiche forderst wie die anderen auch. Es ist ja vom materiellen Interesse her, sind es ja auch quasi das gleiche Klientel, was bedient wird, Verquickung mit Immobilienkapital, Großbürgertum, was diese Partei mal gegründet hat, wirklich Professoren, Wirtschaftsleute und so weiter, heute eher mittelschichtig dominiert oder wie auch immer man das nennt, also genau kenne ich mich da auch nicht aus, was die Zusammensetzung oder die Führungsriege da angeht, aber das halt zu verpacken, sodass auch Leute quasi ohne groß nachzudenken, sie gegen ihre eigenen Interessen wählen können. Das funktioniert da. Ja. Ich würde gerne noch mal fragen, ob ihr zu Pro-Deutschland was wisst, also wenn ihr irgendwelche Chancen oder was bestimmt? Bei den Umfragen? Also ich glaube, Pro-Deutschland hat keine Chance ins Parlament einzuziehen. Also was ich an Wahlplakaten gesehen habe, hier in Wedding halten die sich so die Lage mit AfD, also von der Menge her. Da habe ich mich überhaupt erst wieder an die erinnert. Also auf Abgeordnetenhausebene würde ich auch sagen, sie haben keine Chance. Und auf Bezirksebene, meines Wissens nach, haben sie nicht den starken Einzelbezirk, wo es für sie machbar wäre, ausreichend Wählerschaft zu akquirieren. Vielleicht noch ein Anknüpf, weil wir so ein Schweigen hier ist. Also auf der einen Seite inhaltliche Auseinandersetzung, wenn es ihnen gelingt, quasi ohne wirklich, oder quasi Leute zu erreichen, die quasi gegen ihre Interessen sie wählen, objektiv gesehen. Das mit platten Parolen muss man da, glaube ich, auch einfach gegen agitieren. Also genauso wie sie sich clevere Slogans aussuchen, für die Flüchtlinge machen sie alles, für uns machen sie nichts, bla bla. Immer gegenhalten, auch wirklich mit plakativen Statements, dass zum Beispiel keine Wohnungskrise, keine Flüchtlingskrise gibt, sondern eine Wohnungskrise und das dann halt auch entsprechend begründen können. Das kann man ja ganz einfach, wenn man ein bisschen sich mit den Hintergründen auch beschäftigt. Also insofern, die Linke muss sich viel mehr mit den Themen beschäftigen, viel mehr der Sachkompetenz auch haben auf diesen Feldern und dann kann man da auch wirklich gegenhalten, dann kann man auch gute Slogans generieren. Ja? Zum Beispiel, das ist auch so ein Zusammenhang, ganz wichtig, diese Muffs und diese Flüchtlingsunterbringung, das ist kein Flüchtlingsproblem, das ist ein Mehrheitsproblem. Betrifft die Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Ja? Wenn für Flüchtlinge Wohnungen zweiter Klasse gebaut werden, übermorgen wohnen dann da Hartz IV-Empfänger drin. Das sagen sogar diejenigen, die heute diese Dinger bauen. Das sind Zusammenhänge, das finde ich, muss man dann auch vielleicht ein bisschen einfach geschnitzt, wirklich viel, viel stärker vertreten und natürlich da, wo sich es anbietet, auch begründen. Ne? Weil da hätte eine Linke, die sich da wirklich mit auseinandersetzt, auch viel mehr zu bieten als so eine AfD, wo klar ist, was das eigentliche Interesse ist, oder wem sie eigentlich dient. Ja. Allerdings glaube ich, dass, also ja, auf jeden Fall, aber man darf auch nicht vergessen, dass die AfD ja nicht nur rassistische Politik betreibt,
und so von den Sozialen her nicht zu bieten hat, sondern dass auch einfach viel konservative, diskriminierende Sachen dazugehören, die halt auch gesellschaftlich sehr verbreitet sind. Gerade was Antifeminismus und LGBTI-Sachen angeht, sind ja auch mega rückständig und finden da auch, glaube ich, ein bisschen Halt in der Gesellschaft, der sich in, wo die Leute dann gar nicht unbedingt zu überzeugen sind mit, wenn man denen diese soziale Sache aufdröselt und erklärt, wenn die dann trotzdem sagen, na und, sind trotzdem die Einzigen, die uns den Schulunterricht so und so vernünftig gestalten wollen, so dann reicht das auch nicht aus. Also man muss da schon auf, also da ist es ja dann nochmal schwieriger, weil dann muss man da ja versuchen, die Einstellung der Leute zu solchen Themen wirklich, weiß nicht, zu ändern. Also es ist ja da, sind es natürlich völlig subjektive Interessen der Leute, die eigentlich mit ihnen überhaupt nicht, erstmal überhaupt nichts zu tun haben, wo stimmt man nicht mal, was Feminismus angeht, aber da ist es nicht so einfach zu sagen, man klärt denen auf, was deren eigentliche Position ist und wie es dir schadet, weil es halt so eine persönliche Meinung ist, die einfach, ja, scheiße ist. Also ich habe so eine Tabelle gelesen, es ist nicht ganz so viel. Es sind immer so 30-40%, die gegen antifeministisch sind und antischwul. Also es ist nicht mal 50%, 40% ist viel, aber es ist eine Minderheit. Und das Einzige, was gestiegen ist, sind die Werte gegen Merkel und ihre Asylpolitik. Also es sind nicht so viele antifeministisch und antischwul, aber es sind zunehmend mehr gegen Merkels Flüchtlingspolitik. Du hast im Grunde genommen recht, aber es kann sein, dass die Leute glauben, dass mehr antifeministisch und antischwul sind, als es realistisch ist. Stand so in der Tabelle, war auch die Überschrift. Ja, ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle nicht verschiedene Themen so stark gegeneinander aufzuwiegen. Es sind ja alles wichtige quasi Teilkämpfe. Für uns war quasi wichtig, diese Themenfelder soziale Frage nochmal ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, weil unserer Meinung nach in vielen quasi anderen Bündnissen oder irgendwie Gegenkampagnen da unserer Meinung nach zu wenig Wert drauf gelegt wird. Genau, deshalb heute halt hier auch so dieser Fokus. Das ist ja zur gleichen Zeit findet, glaube ich, auch in Kreuzberg eine Veranstaltung genau zu dem Thema statt. Das genau. Ist ja wahrscheinlich auch einfach das, wo man am meisten Chancen hat, was zu bewirken. Also diese Wohnungs- und Sozialfragen. Ich wollte nur sagen, als längerfristige Möglichkeit, auf lange Sicht natürlich, dass wir uns außerhalb der normalen politischen Parteien in Gruppen organisieren. Also es gibt ja hier in Berlin auch schon Gruppen, die sich damit befassen, mit Wohnungssachen, hier zum Beispiel Mietervereine und so weiter, aber auch hier Hände weg vom Wedding, Zwangsräumen verhindern oder Erwerbsloseninitiative Basta, da mache ich auch mit und wir haben neulich zum Beispiel hier eine Jobcenter-Besetzung gemacht, waren dann so circa 40 Aktivistinnen mittendrin im Jobcenter, kam dann auch ein Polizeieinsatz und da war die Forderung, da ging es genau um diese Wohnungssache, dass das Jobcenter wenigstens Umzüge sofort genehmigen soll, am gleichen Tag noch sofort und auch Untermietkaution übernehmen soll. Ja, also eigentlich ganz bescheidene Forderungen, aber die reagieren halt so, dass sie so von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und so weiter. Und genau, also das mit der AfD, das haben wir auch auf dem Schirm, aber das war sehr interessant. Also das, da sollte man sicherlich auch nochmal sich gemeinsam zusammensetzen, wie man da was machen kann. Vor allen Dingen jetzt vor dem Wahlkampf. Wer interessiert ist, ich habe hier auch noch Materialien mit, so von Basta. Können wir nachher vielleicht draußen nochmal verteilen. Und wäre schön, hier sind ja sicherlich auch viele, die Hartz IV kriegen und so.
die sind dann auch herzlich eingeladen, aber auch andere, jetzt Studenten leben ja auch manchmal in prekären Verhältnissen und mit Wohnung ist allemal schwer. Und ja, da seid ihr auch herzlich eingeladen. Basta ist hier gleich nebenan in der Schererstraße 8. Und das Genauere kann ich auch nochmal verteilen gleich. Dankeschön. Achso, am 10. Mieterdemo, ne? Das ist richtig. Das ist der Luftbrücke, glaube ich. War das richtig? Ja? Ich glaube 14 Uhr. 16 Uhr? Ich glaube 14 Uhr. Findet man bestimmt auch noch im Internet. Genau. Okay, ich glaube, wir haben jetzt noch eine ganze Weile irgendwie hier drüber diskutiert und es wird auch gerade so ein bisschen warm. Ich glaube, ich werde das jetzt langsam so ein bisschen beenden und vielleicht einen netten Abend überführen. Ja, wer Interesse hat, wir sind glaube ich auch noch einen Moment hier mit den ganzen Materialien und so, oder wer einfach Fragen hat oder so, kann ja vielleicht dann nochmal auf uns zukommen. Genau. Vielen Dank, dass ihr da wart. Genau.